da sind wir wieder. Versuchen wir, das mache nicht jetzt skripiert an Gummibärchen. Und jetzt versuchen wir Evelyn mal ein paar Manieren beizubringen. Evelyn! Das kannst du herstellen. Da war glaube ich noch was rechts im Regal. Okay. Kann mich auch mal drücken. Gar nichts. Okay, da scheint es wieder weiter zu gehen. Ich dachte, er drücken. Ja, der geht wieder so einfach, ne? Kommt noch einer. Ich bin im Aus... Nicht, wenn er geschlagen wird. Okay, ist der Fisch. Du hättest es noch. Das war stark, also, aber egal. Okay, hätte ich besser lesen können. Ich dachte, wir wären stärker, habe ich von durch das stark, aber wir haben, guck mal, gar kein Blut. Also kein ja, Blutmusik. Kann man machen, ne? Wir müssen uns die Schutzschild echt noch aufheben für spätere Aktionen. Ich glaube, er will mehr Kontrolle. Ich frage mich, ob... Ja, da die Treppe und jetzt da links. Ja, ja, schon gleich. Ich dachte nur, das wäre was zum Aufheben. Ist er everywhere vielleicht? Stell dir vor, es gibt einen Mr. Everywhere und der ist explosiv. So irgendwo so da oben so hinter den Felsen versteckt. Alter, ich würde es sogar zutrauen. Aber stell dir mal vor. Es gibt so einen Mr. Everywhere, der explosiv ist. Alter. Hilfsarznei. Oh nein. Die Bomben. Es ist ein 2. What? Ja, es ist ein 2. Lauf und mach. Komm. Ich kann nicht zünden. Doch, du hast. Ah, okay, die explodieren so. Noch größer als sonst? Nee. Bitte. Ja. Ist auf die Beine mal. Ja. Warum krieg ich es eigentlich immer mit dem Bossgegner zu tun, ne? Ah, du stehst drauf, mich anzukotzen. Ja, das scheiße war ja. Jetzt! Und jetzt! Ja. Das ist zwei. Ich glaube, das war schon tot. Nee, ich weiß nicht. Nee. Einer ist down. Jetzt! Den hast du auch noch nicht. Den sagst du zu früh. Ich wüsste dort. Doch, komm! Okay. Okay. Thank you.
war knapp. Ich hab gesendet. Oh! Okay, du hast ja die Kisten zerstört. Ja. Da kannst du das Sachen sammeln. Ich hoffe Medikit oder so. Oder das. Muni, da war noch einer. Medi! Ja. Also, das ist selbst schnell. Erste Hilfe abschneiden. Boah, Junge! Also das ist doch mal ein Auftakt für eine Folge. Eine Kiste hat sie, glaube ich, noch, ne? Ja, irgendwo da hinten. Ja, geil. Fit-Muni. Das ist echt wichtig. Alter! Weil... Flintmuni ist, glaube ich, unsere stärkste Waffe. Ja. Fuck. Also irgendwie wirkt die größer. Die hatte ich mir kleiner vorgestellt. Damals. Na gut, eine Zeit. Das ist noch nicht mal vorbei. Ich will mich umbringen. Wie habe ich Angst vor diesen Marken? Hm. Lichteffekte manchmal. Ah, dass es so dunkel wird, ne? Ja. Geht ein bisschen durch. Ja, kannst du dich vielleicht durchquetschen. Na gut. Dann los geht's. Ach ja. Wie viel Arznei? Ach, kommt da nie ein Jumpscare oder sowas in der Art? Wir haben nur ein Arzneimittel, ne? Alter. Scheiße. Wir brauchen Kraut. Du hast das Kraut nicht mitgenommen. Das war alles. Aber wir können speichern. Ich würde einen neuen Speicherstand machen. Weil sonst kommen wir da unten nicht mehr hin. In der Kiste. Ja. Was hast du gerade gefunden? Eine Karte. Und ein Medikit. Also Medi-Zielflasche. Erste Hilfe Arznei. Warum ist das so schwer? Sumpf. Oh, ist gut. Wir sind jetzt im... Ja, okay. Okay, das ist aber jetzt so... Ja, das wäre jetzt eine Etage höher. Oh. Du müsstest eine Etage höher gehen. Jetzt gehen wir jetzt so und dann... Nee, von da sind wir ja gekommen. Nein. Doch, wir sind da unten gekommen, haben dann da den Kampf gehabt und die Leiter hoch und jetzt da unten durch die Ecke. Stimmt. Jetzt müsstest du, wo ich noch eine Etage höher gehen. Von der Karte her. Nee, das wurde ja gerade eben mit... Warten. Sind wir jetzt wieder im Haus? Und, ja genau, und die Großmutter! Ja, deswegen! Wir sind aber wieder im Haus. Die Großmutter läuft rein. Alter, das ist echt das Haus. Und hier irgendwo Mr. Everywhere. Alter, nee, oder? Warte, erstmal Mr. Everywhere. Bin ich sicher? Sie ist nicht da. Sie ist weg! Sie ist weg! Ja, jetzt sehen wir was mit... Wo ist Everywhere? Da. Das. Warte, wenn wir jetzt wieder im Haus sind, dann können wir doch noch die Axt einlösen und so weiter. Bitte, bitte, bitte. Wir haben noch einige Chancen, Sachen zu... Wo ist die Puppe? Ist eine Puppe? Der Rollstuhl ist weg. Okay. Egal. Ich wollte Puppe vielleicht noch sehen. Zeitlich. Okay, ist verschlossen. E9. Das war der Zettel, den ich gesehen habe. Der war hier unten. E9. Für da oben, meinst du, ja, das Passwort? Ja, was dann aber nicht war, wo ich das dachte. Das war ziemlich am Anfang. Ja, ja, ich dachte, das wäre vielleicht Lukas Passwort für diese Tür. Und das hab ich noch, haben wir doch gesucht, ja, so lang. Hier Oma ist die E001 Serie? Ist das Evelyn? Oder wie jetzt? Das wird voll Sinn machen. Der Lukas hat doch gesagt, die ist voll alt. Alter. Ich hab's doch... Hab ich's nicht gesagt, die Großmutter ist die... Ist die Desideratia. Ich hab's doch gesagt. Ich wusste es. Die Großmutter. Das ist so geil, wie sich einige Sachen jetzt wieder zusammenfügen. Krass. Alter! Und die hat ja auch das Lied gesungen. Mhm.
Alter, gleich kommt schon noch was. Das erklärt auch, warum die überall sich hinporten konnte und so weiter. Und die auf einmal plötzlich da war. Wir wissen ein Geheimnis, Evelyn. Du bist alt. Sie ist da, aber ist sie jetzt nicht da? Das ist eine Halluzination, die ist in Wirklichkeit sehr alt. Guck mal. Alter, das ist creepy. Das ist deine Schuld. Okay. Warum sehe ich das? Wieso ist das jetzt meine Schuld, hallo? Ich will meine Frau wieder haben, okay? Das ist mein Vibe, Ich muss mich um die kümmern. Ich muss die beschützen. Mal sehen, ob hier wieder Sachen sind. Nee. Wir haben dazu gelernt. Jede Ecke. Die Großmutter ist der Bösewicht, ey. Alter, wie krank das einfach ist. Ich hoffe, wir können auch wieder in den Garten rein, ey. Achso. Ich befürchte, wir kommen nicht mehr. Da war der Geheimgang. Der ist zugestellt. Ja, wie praktisch. Wie praktisch. Wohin hat der nochmal geführt? Nach unten. Ganz unten im Keller. Achso. Die Sicherung, die ist da auch noch weg. Okay, die ist nach oben auf der Treppe. Ja, es ist ja immer noch Rückblick. Okay. Ich wusste es. Ist okay, ich bin's. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Töte ihn, Mami. Aber das hättest du nicht tun dürfen. Das war verdammt, Bill. Er will nicht mein Daddy sein. Dann soll er sterben. Ich wäre gerne dein Daddy. Jetzt ist Mami dran, dich zu töten. Nein. Wie jetzt? Ist das ernsthaft? Müssen wir jetzt gegen Mia kämpfen? Das ist eine Entscheidung, wir oder Mia? Auf der Treppe war das Speichergerät. Ich glaube, wir können nicht speichern. Es ist weg. Weil es die Erinnerung ist. Ich gehe nochmal kurz unten gucken. Ah, ich glaube, unten können wir nichts mehr machen. Oh, das wäre jetzt voll fies, wenn wir jetzt Mia töten müssen. Dietrich mitgenommen, ne? Ne, haben wir nicht mitgenommen. Können wir nach Hause? Du musst einer von uns werden. Und dann spielst du vielleicht mit uns. Shit. Ich spiele nicht. Nein! Schaff das weg von mir! Alter! Oh, ich dachte, es wäre eine Erinnerung. Au! Geh weg! Eingedämmt! Sie muss eingedämmt werden! Hä? Hat das noch nicht mal Schaden bekommen dadurch? Nee. Hä? Können wir jetzt hier wieder raus? Nee. Aber wir sind jetzt weg, auf wir müssen hoch. Treppen muss nach oben. Jetzt hab ich drei Schuss. Die Puppe. Gar nicht gruselig. Wer wusste sie? Es ist Erinnerung. Ja, aber trotzdem, ich habe sie noch immer noch gehört. Die hat sich durchgesägt. Ja, sie fliegt. Nein, sie ist älter. Das ist echt. Blocken.
so hinter die Ecken zu kommen, dass sie dich da nicht zurückschubsen kann. Ja. Ja. Stopp, stopp, stopp. Also, das kam jetzt zweimal hintereinander. Ja, ich wusste... Hast du das überhaupt griffbereit? Das ist nicht in der Waffe. Gegeben? Ah, doch. Du. War wirklich so krass. Was hab's denn? Warum hassen mich alle? Ich fühle mich irgendwie gerade mal wie in den Matrix. Ja! Ich könnte noch Bomben platzieren. Ich bring mich selber da durch. Kannst du dich die Tür machen? Nee. Mach doch was! Ich kann nichts machen! Ich bin jetzt ein großes Mädchen! Natürlich. Alter! Natürlich bist du das! Alter, was? Was soll ich kann nichts machen! Fick dich! Du bist nur ein kleiner Junge! Ich kann nichts machen, ne? Das ist echt der Augenblick. Au! Ich hatte nur noch eins. Oh Gott, ich glaube, wir verlieren jetzt ein Bein. Ich glaube, wir verlieren ein Bein. Was hat er? Alter! Nein! Alter! Ich wollte nur eine Familie! Also, ich dachte, echt nichts machen kannst du. Nein! Wenn du mich so packst, kann ich nicht machen. Kannst du heilen für dich? Ich kann... Lass, ich kann gerade nichts machen. Okay. Was auch immer das ist. Das ist bestimmt irgendwie so ein Du musst mit den Spielchen. Da leuchtet irgendwas. Das hat nichts mehr mit der Secret Area, was wir gerade machen wollten. Alter, du bist echt ein Gro... Oh, irgendwie freigeschalten. Nichts riskieren. Der Altrum ist endlich vorbei und Ende der Nacht. Alter, das ist bestimmt noch nicht vorbei. Das sind die jetzt... Was ist mir? Die wird die neue Evelyn, ey.
Ich bin Redfield. Gut, dass wir sie gefunden haben. Warum hat das so lange gedauert? Alter. Ethan? Mia. Ja. Oh, es geschafft. Ich bin froh. Hab ich? Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer. Sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Aber jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Ich hatte gerade Mias Verlust akzeptiert. Doch sie ist zurück und will von vorn anfangen. Das alles hinter uns bringen. Vielleicht öffnet sich so die nächste Tür. Nice. Resident Evil Biohazard. Ist das jetzt der Abspann oder? Steht hier was Neues her? Ah, das ist auch spannend. Alter, das war eine Reise. Wir haben es geschafft! Dead. Alter. Holy moly. Und ich sag doch, Umbrella Corporation steckt hinter allem. Und es war tatsächlich die Oma. Krass. Ich weiß nicht, ob diese Waffe am Ende noch eine Anspielung war auf Resident Evil. Ich kenne das leider nicht. Ich weiß auch nicht, ob der Typ eine Anspielung war. Könnte so wirken, weil da hat es extrem lange gedauert, bis da irgendwas passiert ist. Ich mag das Lied voll. Ja. Schade, dass die Bakers draufgegangen sind dabei. Aber was ist mit Lukas? Stimmt. Offene Fragen für einen neuen Teil. Echt krasses Spiel. Es war ein geiles Spiel. Auf jeden Fall, Alter. Nur eine Frage, also ich habe mehrere Fragen, aber jetzt die dringendste Frage ist, wer zum Teufel spielt das in VR? Stimmt, das gibt es ja auch als VR-Spiel. Alter, wer ist so krank und spielt das in VR, Alter. Alter. Na, jetzt haben wir auf jeden Fall nicht... Obwohl ich ehrlich sagen muss, ich habe mir den Endkampf
schwieriger vorgestellt. Mhm. Mit den Waffen, die wir alle zur Verfügung hatten und so weiter, habe ich echt gedacht, da passiert noch mehr. Aber ich muss mal die ganze Zeit nur draufhalten. Und am Ende musstest du das gut teilen mit dem Schüssen. Okay. Schätze ich mal, ich glaube, der hat ja diese Schutzdinge. Aber du ja, hast recht sehr. Alles, was hier Der Vater, der war richtig schwer zum Beispiel. Die Mutter. Alles, was wir jetzt an Munition im Endkampf hatten, also zur Verfügung hatten, das hätte alles was gemacht. Das war ja so ein bisschen alles geskriptet, dass du einfach drauf ballerst und nur drauf warten musst, bis das Ding dich irgendwie da aus dem Auto rauskickt. Also, hätte es keinen Unterschied gemacht, glaube ich. Trotzdem bleibt bei mir die Frage immer noch. Wie wäre die Story verlaufen, hätten wir uns nach dem Endkampf gegen den Vater nicht für mir entschieden, sondern für Zoe? Das sehe ich die große Frage. Da? Keine Ahnung. Alter, Finne. Ich bin immer noch ein bisschen fertig. Was ich mich auch frage, also die haben, also wir haben ja gesehen, es ist in der großen Lesestunde, der Lucas hat ja mit dem, mit diesen Leuten Kontakt gehabt, über, der hat ja mit denen geschrieben. Ach so, ja. Mit den Tippen. Und haben die jetzt da die Familie einfach machen lassen und haben dann ihr Labor benutzt? Keine Ahnung. Was ist mit, weil die Leute, was ist passiert? Wir haben jetzt gesehen, dass da ein Hubschrauber hingeflogen ist. Das heißt, die hatten das da wahrscheinlich immer die ganze Zeit. Das stimmt, das hatten sie nämlich auch in dieser Hütte gehabt, draußen, mit dem Bild vom Helikopter, wo sie halt meinten, die fragen, ob sie uns die ganze Zeit beobachten. Mhm. Also die waren wohl die ganze Zeit vor Ort, haben sich aber nicht eingemischt. Ja, die waren quasi in der Nähe immer. Ja, immer aufgepasst. Und dann frage ich mich, wenn es so top secret ist, warum lässt man einfach eine Familie da wohnen? Warum nicht? Also ich meine, wenn ich nicht, ich könnte ja sagen, okay, die konnten die Evelyn nicht kontrollieren. Und dann habe ich die Frage, warum forschen die dann da weiter? Ja. Wir forschen. Wir können Evelyn nicht kontrollieren, dann deshalb machen wir noch weitere Evelyns. Vielleicht klappt es ja irgendwann mal. Am Ende ist das ganze Welt voll mit. Das sollte Evelyn ja letztendlich eine Biowaffe sein. Mhm. Hauptsache, die wollen das als Mädchen tarnen und dann in keinem. Vielleicht hätte es auch sein können, dass die Bakers Testfamilie waren. Wie wirkt die Biowaffe auf die Menschen? Aber das mit den Bakers war ja eher ein Unfall. Was? Das mit den Bakers war ja eher ein Unfall. Weil Mia und dieser Alan... Ich finde, die hatten ja bis jetzt erstmal nichts zu tun gehabt, bis halt das Schiff da irgendwie aus der Kontrolle geraten ist. Und dann ist die Frage, warum... Also die Mia hat uns eigentlich die ganze Zeit angelogen. Sie war eine Umbrella-Mitarbeiterin. Also die war ja dann eine Mitarbeiterin. War die selbst Mitarbeiterin? Ja? Die wurde ja als da eingestuft, als irgendwie, haben wir ja dieses Papier gesehen, dass die da eingestuft war. Ah ja, stimmt, die war ja mit dem Typen auf, ja stimmt. Ja. Du meinst diese Begleitperson oder sowas, für das Forschungsteam. Mhm. Aber die sind viel zu, haben also ganz richtig aufgepasst auf die, auf diese Biowaffe. Wir werden die einfach da auf dem Schiff fahren lassen. Mit zwei Leuten. Warum auch nicht? Was kann da schief gehen? Bist du doch ein kleines Mädchen. Aber wie viele Jahre die jetzt dann dort war, ne? Nee, die ist schneller gealtert. Ach so. Die ist wahrscheinlich innerhalb von einem Jahr oder so ganz schnell gealtert. Es ist so krankhaft, dass die Alte, die Oma, die ganz im Rollstuhl war, die überall war, nachdem wir irgendein besonderes Ereignis hatten, wo du immer gesagt hast, was hat die da zu suchen? Was macht die hier? Na, dann ist es am Ende einfach der Wille. Ich werde die Folge nennen, ich hatte recht. Oh Mann. Alter. Oh, wir haben's durch. Boah, jetzt ist nur noch die Frage, wie machen wir weiter? Machen wir das noch kurz gucken, ob sich irgendwie was ändert, wenn wir uns für Zoe entscheiden? Ich würde sagen, wir könnten da vielleicht jetzt noch im Anschluss direkt mal reingucken. In derselben Folge sogar noch. Nee, ich... Und wenn... Ja, ich hätte es so gemacht, wenn die Folge, wenn das dann nämlich vielleicht geskriptet ist, dass das abgegeben wird direkt an Mia, dann können wir uns ja den Rest sparen. Ja. Deswegen würde ich nur wissen, die Entscheidung selber, was danach passiert,
könnten wir dann herausfinden. Und wir können auch das DLC spielen, das wo Mario schon weiß, wie was alles passiert. Wo ich noch nicht. Ja, also bei zwei DLCs davon. Es gibt ja, in diesem DLC gibt es ja, ich glaube, 4 oder 5 Spielszenen, die man durcharbeiten kann. Und zwei davon kriege ich schon. Und, und wir können es doch voll auf Hardcore spielen, ey. Es gibt jetzt wir haben noch den Hardcore-Modus freigeschaltet. Den können wir auch noch versuchen. Ich meine, es ist ja noch viel zu einfach. Weißt du, du fandst ja den Endkampf viel zu einfach. Das heißt, wir spielen den auf Hardcore. Ja, klar, kein Problem. Wahrscheinlich. Mit diesem Errungenschaften, dass wir dreimal nur sterben sollen. Oder auch dreimal die Kiste öffnen und sowas. Ja, genau. Dreimal die Kiste öffnen und nur dreimal heilen und sowas. Ja. Packen wir alles links auf. Easy. Weißt du? Und Endkampf gegen die Oma dann nur mit einem Messer oder so. Ja, klar. Okay, macht jetzt wirklich keinen Unterschied. Hey, dafür hast du dann 2 Messer. Kriegst du bei dir. Ja, wie bei dem Trailer zu Guardians of the Galaxy 2. Stimmt. Ich hab mir auch dieses angemeldet, ne? Ich gucke immer in das Bild der Facecam, immer. Aber eigentlich sollte ich ja da hingucken. Alter, Finde. Oh, so gut hingekommen. Wir haben es aber durch. So, können die mal schneller sein? Ich muss auf jeden Fall durchlaufen, das haben die sich nämlich ehrlich verdient. Ja. Legal, es ist alles legal. Es gab ein legales Team dafür. Warum nicht? So legal ist. Oh, Special Thanks. Ich versuche erst gar nicht die Namen zu lesen. Also. Ach nee, das sind ja noch Tsutomu Kawade, our Capcom Staff. Oh, House of Moves. Ah, ich hasse die. Hass. Gibt's da, finde ich auch ein Achievement. Wir haben jetzt den Dings durch, den Abfall. Die Qual der Credits. Abgeschlossen. Aggressor Group. Militär Tactical. Alter, wie viele Unternehmen daran arbeiten? Krass. TEDx. Toho Studios. Binary Sonori. The Keywords Studio. T601. Das ist nämlich irgendwie ein Terminator oder so, der T601. Havok steht auch im Starten. Was? Copyright 1999? Bis 2014. Resident Evil gibt es wahrscheinlich seit 1999. Das ist schon Resident Evil Biohazard. Genau dieser Titel. Nein, aber generell, ich würde sagen, wahrscheinlich die ganze Resident Evil Reihe. Der Name Resident Evil würde ich schätzen. Fängt es nochmal von vorne an? Nee. Das hat man noch nicht gehabt. Tsuyoshi Kanda. Das sind, glaube ich, die Namen, die genau auf der Zeitung draufstanden. Wollte gerade sagen. No tests have been run on subject of rhythm of maintenance. Ah, das kann ich auch nicht alles durchlesen. Aber interessant, wer ist mal, worum geht's da? Dalvi, Louisiana, Sunday, Juni 25. Ah, da ist die Familie. Und was jetzt auch krass wäre, wenn es jetzt irgendwie... Aber die Marguerite sieht ganz anders aus. Die Marguerite sieht ganz anders aus. Sie hat sich am meisten verändert. Entschuldigung, mein Wecker. Ah, okay. Ich dachte, es kommt irgendwas. Unsere kleine KD. Okay. 4 Everywheres haben wir verpasst. Und 4 ja, Münzen. Krass. Also das hätten wir besser machen können. Ja, warte mal. Also 11 Stunden gespielt. 21 Neuversuche. Ach, scheiße, 4 Everywheres verpasst. Verdammt, da ärgere ich mich am meisten. 31 von 32 Akten. Wir haben eine Akte vergessen. Nur eine einzige. Ja. Okay. 4, warte mal, wir hatten am Ende, wie viele Münzen hatten wir noch? Dafür hätten wir noch einen Erfolg bekommen. Lesen Sie alle Akten. Gibt es nämlich. Müssen wir nochmal spielen. Okay, Leute. Nächste Frage. Wir machen das auf 100%. So, die Frage ist, wie viele Münzen hatten wir noch übrig? Wir hatten nicht 5, ne? Wir hatten weniger. 6. 6 ganze, dann hätten wir uns doch die andere 6, 7, 8, 9,
Drei Stück haben wir uns gefehlt für die eine Waffe. Echt? Ja. Ja. So, Inventar, 95 mal Inventarbox geöffnet. Da steht dreimal. Ja. Also ich denke mal, das kann man in den letzten drei Folgen stark beobachten. Das macht bestimmt mehr als die Hälfte aus. Ja, und von 42 mal Arznei benutzt. Und wir sollten auch nur dreimal verwenden. Alles klar. Okay. Okay. Ehrenhaus. Und wir haben die Waffe Albert 01R gespielt. Wir haben jetzt diese tolle Waffe. Die wahrscheinlich ist das eine Anspielung auf Resident Evil, also auf diese Folgen. Wäre geil, wenn wir damit einfach mal so eben einen Schuss und der Endkampf ist vorbei. Die Geheimnisse der Verteidigung, okay. Not the hero, das. Ah, Werbung. So macht man Spiel. Warum auch nicht? Das war alles nur Werbung. Das ganze Spiel war nur Werbung, Leute. Werbung für zulässige Inhalte. Ich werde trotzdem jetzt dafür, dass wir jetzt hier ein da. Wo das war nochmal das Bootshaus? Was? Nee, das war danach. Oder? Ausschalten. Nee, es wäre das Bootshaus, aber das laden wir doch jetzt nicht. Das Fass ist nicht mehr voll. Wir sind jetzt voll drüber. Ah, okay, wir sind schon die Folge drüber. Ist jetzt vorbei. Wir gucken, ob wir hinterher nochmal das mit dem Bootshaus machen. Und. Oh, dann müsst ihr erstmal den Typen umbringen. Nee, wir haben danach gespeichert. Egal. Wenn es weitergeht, dann wird das hinten nochmal angehalten an die Folge, denke ich mal. Oder es lohnt sich eine neue Folge auszumachen. Warte jetzt einfach. Wir haben vielleicht auch hier und da mal was übersprungen, ne? Gut sein. Okay, dann war's das. Lass mal gucken. An dieser Stelle trotzdem vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Resident Evil 7 war ein sehr geiles Spiel. Ich kann es nur weiterempfehlen. Das ist jetzt keine Werbung oder so. Ich kann es echt weiterempfehlen. Das war richtig geil. Die Zusammenarbeit mit dir, mit Kanada C-Max. Nice. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja noch zukünftige Projekte. Ja, und vielleicht machen wir das aber noch weiter mit dem Resident Evil. Also hier, DLC, Schwierigkeit Irrenhaus. Vielleicht auch mal irgendwann mal neue Teile, wenn die rauskommen. Resident Evil 8, ja. Also ich hätte Bock drauf. Ich weiß nur nicht, wie sie die 8 dann halt zeigen wollen, aber... Stimmt. Okay. Das ist unmöglich. An dieser Stelle, nach 39 Minuten. Vielen Dank fürs Zuschauen und... Haut rein, Leute. Also ciao. Versucht euch nicht von alten Omas begrapschen zu lassen. Vielleicht steckt ein kleines Mädchen da drin. Denkt mal darüber nach. Okay. Ciao. Ciao.